So, meine Freunde, herzlich willkommen. Ja, das ist der kleine Bonus-Special-Part zu Condemned Criminal Origins. Wir gucken uns jetzt nochmal ganz fix die Erfolge an, die ich freigeschaltet habe. Okay, fangen wir mal hier oben an. Was haben wir denn hier? Sie haben einen toten Vogel im Weißmann-Bürogebäude gefunden. Ja, ist es denn wahr? Wow. Okay, das sind Bilderserien. Ja, sehr einladend. Ja, okay, sehr schön. Okay, das war's schon. Ja. Okay, gucken wir da mal schnell durch. Na komm. Ja. Ah, das ist dieser komische Dämon ganz am Anfang. Okay, das war's auch schon, ne? Da sind ja auch nicht so viele. Können wir ja mal eben durchseppen. Wenn ihr euch das länger angucken wollt, dann könnt ihr ja auf YouTube pausieren. Oh, das waren auch fiese Gegner an der U-Bahn-Station. Ja, aber nicht schlecht. Doch, gar nicht bei The Village People mitmachen können hier. So, okay, an den kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Wo war der denn? Lass nicht sein, dass das so ein Fuzzi war, der mir da auf den Zug gesprungen ist. Trespasser Addict Sandhawk. Ach so, das war, glaube ich, auch da unten in der U-Bahn, diese komischen komischen Viecher da von The Ring. Seht die irgendwie aus? Ach Gottchen. Der macht mir Angst. Sieht aus wie Zombies. Ah, das sind diese Mannequins. Diese Schaufensterpuppenmonster vom Kaufhaus. Die waren auch recht fies. Mrs. Mannequin. Okay. Sehr schöne Posen hier, okay. Zack, sind wir schon bei 6. Sieht aus wie The Witch aus Left 4 Dead. Oh, sehr schönes Modell, ey. Ja. Ja, das sieht aus wie so ein Lurchmensch. Keine Ahnung. Okay, naja. Gucken wir uns das. Oh, da habe ich sogar eine Silberauszeichnung. Oh, so sieht Rosa eigentlich. Sollte sie wirklich aussehen. Ich glaube, aber im Spiel sieht die irgendwie ein bisschen älter aus. Oder wie seht ihr das? Also, ich fand, sie sieht ein bisschen älter aus. Ah, die blöden Fuzzis. Mit den Gewehren. Er sieht auch aus wie so ein Grizzly, ey. Wie so ein Holzfäller. Okay, das könnte mein Führerscheinfoto sein. Das sieht auch so bescheuert aus. Nein. Okay, wo haben wir den denn getroffen? Weiß ich gar nicht mehr. In der Schule? Ich weiß es nicht. Okay. Er sieht wohl gerade irgendetwas, was er nicht sehen wollte. Okay, 8. Ach, das ist hier doch Mr. Tibbetts. Genau, da ist er doch. Ja, aber er guckt fröhlich. Er guckt fröhlich. Ja, das war's eigentlich. Das sind nicht viele Auszeichnungen. So ein. Ah, ja, die waren auch schwierig. Diese dicken Penner mit der Axt. Okay, das sieht auch ein bisschen bescheuert aus. Aber finde ich schon gut, dass man hier so wenigstens ein paar Artworks angucken kann. Okay, an den kann ich mich auch nicht so wirklich erinnern. Ja genau, Fleisch. Das war bestimmt so ein Metzger da in der Schule. So, sind wir schon bei 10. Ah, Big Mama. Big Mama Butcher. Okay, das... Das war doch wirklich eine Frau. Okay, das sieht echt bescheuert aus. Diese frühen Artworks, okay. Was haben wir denn noch hier? Die Silberauszeichnung. Ah, da ist er. Der SKX Leland Van Horn. Ja, so ganz leger, wie er da steht. Einfach ganz, ganz schick. Mit seinem komischen Anzug da. Abschlussauszeichnung 1. Sie haben Weissman, ja... Okay, können wir uns hier noch ein bisschen angucken. Ah, ich klicke mal schnell durch. Damit ihr mal kurz sehen könnt, was das so alles ist. Ah, ja genau, die Metro. Ja, sehr schön, dreckigen Dinger. Ja, ist doch ganz schön viel Arbeit, solche Locations hinzukriegen. Ah, nochmal schön die U-Bahn. Ja, okay, zwei Bilder, das hätte ich jetzt auch klemmen können.
Aber wahrscheinlich hätte ich mit der Goldauszeichnung mehr freigeschaltet, aber da war ich jetzt zu schlecht für. Oder ich müsste das nochmal auf Easy durchzocken, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. 2004, ja, ist es denn wahr? Schon fast 10 Jahre alt. Oh, genau, die Schaufensterpuppen. So, wir waren bei 5. 6. Okay, bei 6 finden wir das anfängliche Szenario von Matchmaker. Auch nicht schlecht. 7. Okay, das ist die Bücherei. Ja. Sieht ja nicht schlecht aus. Ach so, die Turnhalle. Was ist das? Center Kitchen, wo war die denn? Jugendzentrum oder so. Keine Ahnung. Schule, ja, wo war das denn? Keine Ahnung. Das. Okay, für das Plantagen, das Farmhaus. Ja, das sieht doch schön aus hier. Da irgendwo bestimmt auch Slenderman steht da noch rum. So, jetzt kommen wir hier zur Abschlussauszeichnung. Sie haben das komplette Spiel Condemned Chronology abgeschlossen und yay! Und was können wir gucken? Ja, wir können uns Spinntüren und Stangen angucken. Okay, ja. Okay, damit konnten wir gar nicht zuschlagen, fällt mir gerade auf. So, Polizeimarke Bronx, auch ein Film. Some Early Forensic Tool Testings. Okay. Ja gut, das Testing müssen wir uns jetzt nicht reinziehen. Vielleicht kommt da noch irgendwas Spannendes. Die Silberne. Some Further Conceptual Work. Das ist auch nur wieder eine Bilderserie. Wo war das denn? War das dieses Bürogebäude in der U-Bahn? Ja, könnte sein, könnte sein. Hm. Ist das nicht schön? Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang das geht. Aber ich kann es ja einfach mal dran lassen. Könnt es ja vorskippen. Kommen ja gleich noch bestimmt noch. Wir haben ja auch noch so 2 oder 3 Sonderberichte freigeschaltet, irgendwie sowas. Bestimmt ist das vielleicht noch irgendwelche Geheimakteneinträge oder sowas. Werden wir ja auch gleich sehen. Was ist das denn? Ja, das sieht doch schön dunkel aus. Ja, genau. Polizeimarke Gold. Filippo Onio. Was? Filippino Stick Fighting Special Thanks to John Pullen. Motion Capture Sequence for the Dark Creatures. Ah! Ach, dem Sack habe ich das also zu verdanken, dass ich da im finalen Kampf immer ordentlich eine auf die Mütze bekommen habe. Also ich würde mir ja ein bisschen blöd vorkommen, wenn ich da rumschreien müsste. Wenn da überhaupt keiner ist und alle mich anglotzen, aber keine Ahnung. Okay, was macht er jetzt? Ja, Special Roll Attack. Special Roll Attack, ja, die gucken wir uns auch noch an. Hat sie ja so viel Mühe gegeben. Was ist denn wahr? Die freche Geste, die habe ich ja gar nicht gesehen. Oder übersehen. Okay, das ist cool. Ach ja, der Angriff. Okay. Was hat er jetzt noch? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man diese ganzen komischen Schreigeräusche auch gehört hat. Ich glaube nicht. Weil ja immer dieses komische Flattern im Hintergrund ist. War es das jetzt? Nee, noch nicht. Jordan Pullen. Also wenn euch das gefallen hat, dann dankt diesem Mann für seine wagemutigen Bilder da. Oberste Untersuchergutachten, nee, das habe ich nicht. Nahkampfauszeichnung habe ich nicht. Feuerwaffenauszeichnung habe ich nicht. Nahkampfaufzeichnung Bronx. Nee, aber wir haben die Feuerwaffenauszeichnung. Way. Noch mehr Bilder. Oh, das ist der dämliche Dämon. Der dämliche Dämon. Ui, das sieht echt
creepy aus. Ja! Und da wird er nochmal heller. Also den haben sie echt gut hingekriegt hier bei dem Artwork. Ah, da sind die ganzen Metallstücke. Okay, das war's auch schon. So, Nahkampfausweisung Bronze, Silber und Gold. Sie sind uns alle durch die Lappen gegangen. Ja gut, kann ich ja auch verstehen bei meinem erbärmlichen Parade-Ausweich-Konterkack, den ich selber abgeliefert habe. Okay, den ersten Bericht. Erster Propagandabericht. Streng geheim, nur Freigabe. Schwarz. Bundesdienststelle Washington DC. Auszug, bla 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 bla. Gegenstand Foto von unidentifizierten Spuren am Tatort. Siehe Skrullup, Sonderhinweis, Abteilung für Serienverbrechen. Bericht des Sprachlabors. Zusammenfassung vollständig unter bla 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 bla. Hinweis 1. Die Karte zur führt Mitte verinnerlicht in der, keine Ahnung, der Seele einen Weg hinein. Ein Weg hinaus. Eine, keine Ahnung, die beiden verknüpft mitten, Mitte und Grenze. Zusammenfassung. Mix antiker und neuer Sprachen, alphabetisch und ideografisch inklusive arabischer Ziffern. Großteil des Texts sind wegen A. schlechter Orthographie, B. geistigen Verfall des Autors, C. Mangel an Fertigkeiten unleserlich. Ungewöhnlich sind die recht deutlichen Worte in den Schriftzeichen sowie die Ziffern, die mit bedeutungslosen hieroglyphenartigen Zeichen vermischt sind. Die größte Gruppe erkennbarer Zeichen sind Darstellungen in der Art von Minoischem A- oder B-Skript, auch als mykenisch bekannt. Ventris hat Skriptform A entschlüsselt, die bestmögliche Transkription und Analyse des Labors finden sie nachfolgend. Trotz zahlreicher Versuche zur Entschlüsselung der Skriptform A, siehe Mirikitsis und Jagubotsch, keine Ahnung, war der Erfolg minimal. Okay. Die Bilder sind fehlerhaft beschriftet, sodass die Richtigkeit der Übersetzung bei ca. 60% liegt. Nachforschungen in der linguistischen Datenbank haben bereits Variationen ähnlicher Symbole gebracht. Aufgrund von Anträgen hat das FBI interveniert und alle weiteren Übersetzungen gestoppt. Es wurde absolute Geheimhaltung angeordnet. Alle weiteren Anfragen wurden zurückgewiesen. Analyse. Aufgrund der Handschriftanalyse und der Verwendung zahlreicher Sprachen ist festzustellen, dass der Autor unter Größenwahn leidet. Große Mühe wurde aufgewandt, die Bedeutung zu verschleiern. Der Text ist wohl doppelt verschlüsselt und nicht bedeutungslos. Was? Der Text ist wohl doppelt verschlüsselt und nicht bedeutungslos ist. Hä? Okay. Der Fundort des Texts ist von Bedeutung. Der Autor ist schwer geistesgestört und extrem gefährlich. Worum geht's denn da? Zum Verständnis der übersetzten Teile sind weitere Proben erforderlich. Weitere Anfragen an die Kryptographie betreffs Unterstützung wurden abgelehnt. Das FBI Black Ops Kommando hat sie von weiterer Beteiligung an diesem Projekt ausgeschlossen. Anfragen erfordern die Freigabe doppelschwarz. Hä, warum ging's denn da? Okay. Jetzt haben wir hier den zweiten Bericht. Bundesdienststelle, bla 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 bla, bla bli bla blu. Sonderhinweis, Abteilung für Serienverbrechen. Tonband des Vorfalls. Hat das vielleicht damit was zu tun, was wir in der U-Bahn-Station gefunden haben, in dem Fotolabor? Da war doch auch irgendein Tonband. Meinen die das irgendwie? Hatten die da vielleicht irgendwelche Sprachaufzeichnungen von diesem Vieh oder irgendwelcher der Organisation? Ach, keine Ahnung. Bericht des Sprachlabors. Zusammenfassung vollständig unter bla bla bla. Neue Proben kryptischer Schriften wurden zur weiteren Übersetzung des ersten Beweisstücks bla 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 genutzt. Weitere Proben konnten nicht verwendet werden. Hier alle bisher gefundenen übersetzten Fragmente. Die überarbeitete Übersetzung des Originalschriftstücks lautet nun. Hinweis 1. Die Karte zur Rechtschaffenheit führt in die Mitte. Verinnerlicht in der Leere der Seele. Ein Weg hinein, ein Weg hinaus. Eine Verbindung, die beides verknüpft, Mitte und Grenze. Wartet mal, sind das nicht diese Schriftzeichen, die wir in dem Plantagen- bzw. Farmhaus gefunden haben? Wo wir mit dem ultravioletten Licht da suchen mussten? Wo wir diese vier Wörter zusammensetzen mussten? Keine Ahnung, gucken wir mal da. Hinweis 2. Die irgendwas werden zur Macht der Finsternis und tragen sie in sich die Macht des, keine Ahnung, Lichts. Analyse. Dr. Edgar Strevor sagte vor seinem bedauerlichen Ableben über das Credo. Es scheint eine Art religiöse Aussage zu sein. Die Karte ist ein Pfad irgendwohin. Es gibt zwei unterschiedliche Pfade und diese Pfade sind eine Verbindung, die beides überspannen. Die Grenze und etwas anderes. In diesem Sprachsystem ist Grenze ein
amorphes Wort, es bedeutet anderes, außerhalb liegenderes. Aber wenn man das ursprüngliche Piktogramm betrachtet, scheint es auch Mensch zu bedeuten. Äußerst seltsam. Ja, voll möseriös, ja. Die beiden vollständig übersetzten Zeilen sind von besonderem Interesse. Beachten Sie, dass die kürzlich entdeckten Fragmente sich gut in diese Interpretation einfügen. Hinweis, die Linguistikabteilung wird bis zur vierteljährigen Personalbeurteilung unterbesetzt sein. Ein Zwischenfall, der zum Tod von zwei Forschern führte, wird zurzeit untersucht. Siehe Dienstaufsicht. Blubber. Okay. Was haben wir noch? Bericht der Dienstaufsichtsbehörde. Wo haben wir den denn gefunden? Okay. Ich will ihn angucken. Bericht der Dienstaufsichtsbehörde. Agent Frank Szymanski. Nummer Bericht. Am Samstag, 18.06. gegen 20.30 Uhr wurde ich zum Sprachhalber gerufen. Dort lag die Leiche Edgar Strevors. Nummer bla bla bla. Neben der Vordertür. Anhand eines zerbrochenen Fensters im siebten Stock ließ sich sein Tod rekonstruieren. Bericht blublublub bestätigt Tod durch Aufprall. Bei meiner Ankunft im siebten Stock stellte ich fest, dass das zerbrochene Fenster zu einem der Konferenzräume gehörte. Ich traf auf Dr. Theodor Feldorski, der den Zwischenfall gemeldet hatte. Nach seiner Befragung wurde er von jeglichem Tatverdacht freigestellt. Auf dem Boden lag die Leiche Dr. Hillmans. Er starb durch Schläge gegen Kopf und Hals, die von einem Metallstuhl herrührten. Ja, Stühle sind schon was Böses. Ja, okay, bla 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 bla. Tonband, okay. Hillman, achso. Dr. Strevor, ich brauche die Tafel. Kann ich das wegwischen? Unverständlich, ja. Kann ich die Tafel wischen? Dumpfes Geräusch. Dr. Strevor muss gefallen sein. Guter Mann, ich brauche die Tafel. Ja, was machen Sie da? Ich wische die Tafel. Ich brauche sie für... Idiot, nein, nein! Dr. Strevor, sorry, aber ich habe Sie gefragt. Wochenlange Arbeit. Ich war kurz davor, die entscheidenden Wörter zu entziffern. Ihr Muster deutete an, dass... Ah, warum? Warum haben Sie die Tafel abgewischt? Weil... Ah, okay. Also irgendwie ein bisschen blöd zu lesen. Hätten die doch direkt eine Audiospur da reingepackt. Okay. Es sind nur dumpfe, verzerrte Schläge zu hören. Danach Schreie und Wutgeheul. Die Schläge enden. Jemand läuft weg. Glas zersplitternd. Zersplitternd. Hm? Dr. Strevor benutzt wohl einen Metallstuhl. Nach Dr. Hillmans Tod rannte er los, sprang durch das nächstliegende Fenster und stürzte in den Tod. Dr. Strevor hatte zuvor niemals Anzeichen von abweichendem Verhalten gezeigt. Laut Kollegen war er normalem Stress ausgesetzt. Auf dem Tonband ist im Hintergrund ein nicht identifiziertes Geräusch zu hören. Blablabla. Außerdem forderte ich eine Autopsie Dr. Strevors an. Der Befund wurde als geheim eingestuft, ebenso wie das Tomon, das zentrale Hauptquartier von einer äußeren Macht unterwandert wird, ist ein großes Problem. Alle weiteren Ermittlungen sind geheim. Vielleicht wurde bei ihm ja genau dasselbe festgestellt oder geschwärzt wie bei Ethan in der Akte. Was haben wir noch? Abschnitt 3, okay, das habe ich nicht. Duo-Bericht habe ich nicht, Vierter-Bericht habe ich nicht. Racheauszeichnung. Sie haben SKX getötet. Ja, was finden wir? And followed you and used you to find the serial killers you so desperately sought and then killed them. Okay. Ja, okay. Sehr, sehr schön. Vogeltränke TV Auszeichnung. Initial Crawler and Grabbing Animation. Bestimmt von diesen Viechern. Ach, das war doch in der verkohlten Bücherei unten. Was war das? So. Okay. Welliges TV. Some further conceptual work. Achso, ja, wieder so eine kleine Strecke. Bestimmt der zweite Teil von gerade. Gucken wir uns das auch noch eben an. Vielleicht hat der ein oder andere ja Spaß an solchen kleinen Gimmicks. Wieso sollte man sich auch nicht nach dem Let's Play ein wenig Zeit nehmen, um sich da mal ein wenig die Sachen anzugucken, die man da freigespielt hat? Das finde ich eigentlich auch mal eine ganz nette Sache. Oh ja, ein sehr schönes Treppenhaus. Hm. Boah. Ja, die haben aber auch wirklich alles hier in einem düster Look. Okay, wo war das? War das auch in der Bücherei? Ich glaube, das haben wir sogar schon gesehen, kann das sein? Also so ein paar Bilder.
Obwohl das eine andere Auszeichnung ist. Ja, da sind wieder diese komischen Dinger hier. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist echt eine schöne Schule. Okay. Haben wir noch irgendwas? Statisches TV. Wo war das denn? Wo habe ich das denn übersehen? Na egal. So, das letzte ist Testbild TV. Ach so, das ist nochmal... Das ist nochmal die Credits. Ja, das erspare ich jetzt euch, aber das müssen wir jetzt nicht nochmal angucken. Ja, ich hoffe, euch hat es ein wenig noch gefallen hier, diese kleine Bonusrunde. Die komischen Propagandaberichte waren jetzt eher verwirrender als aufschlussreich, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Held Benjamin, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, meine Freunde.